Timo, Glückwunsch zum Sieg. Was meinst du, habt ihr euch schwer getan heute? Ja klar, ich glaube, das hat man gesehen. Wir sind eigentlich ganz gut ins Spiel gekommen die ersten paar Minuten. Wir hatten zwei richtig gute Chancen. Dann das Gegentor, ja, das hat uns so ein bisschen aus dem Rhythmus gebracht. Und dann war es ein sehr zerfahrenes Spiel, wo wir nicht irgendwie richtig den Zugriff gekriegt haben, wie man wollte. Und ich denke dann aber so nach einer halben Stunde oder sowas haben wir wieder ein bisschen besser Fußball gespielt und haben dann auch die Chance. Und war natürlich extrem wichtig dann in dem Spiel, dass wir da die zwei Tore machen vor der Halbzeit. Trotzdem nach vorne hat es irgendwie oft nicht klappen wollen. Ja, das ist zur Zeit, wenn es halt nicht so richtig läuft, dann die Automatismen fehlen gerade ein bisschen, es fällt uns einfach nicht so einfach. Und dann kommt da mal ein Pass zu kurz, da mal ein Pass zu lang und dann kommen wir nicht richtig rein. Und jetzt war einfach wichtig, dass wir das Spiel gewonnen haben, dass wir jetzt dranbleiben an Ulm. Und ich hoffe, dass es auch, wenn wir dann wieder richtig in den Rhythmus kommen, dann kommt das, denke ich mal, wieder von alleine. Positiv war ja sicherlich, dass ihr einen Rückstand drehen konntet. Ja, das ist natürlich wichtig. Ich denke mal gerade, der ganze Gegner, wo es eigentlich um nichts mehr geht in der Liga. Und dann, wir haben natürlich schon ein bisschen mehr Druck als die. Und dann liegt man hin und dann ist es natürlich schwer. Weil die letzten Wochen bei uns sind auch wirklich nicht gut gelaufen. Aber wir sind dann zurückgekommen und es war natürlich jetzt für die nächsten Spiele war das wichtig, dass man wisst, wir können es noch. Viele sehen euch schon in der Relegation. Wie siehst du das? Ja, gerade sieht es so aus und wir müssen hoffen, dass Ulm patzt. Und wir haben aber selber noch schwere Spiele. Ich glaube, gerade hat Ulm die Nase vorne. Aber wir versuchen einfach dran zu bleiben und dann gucken wir, was rauskommt. Und wenn es dann die Relegation wird, ist das auch okay. Was kannst du zur Situation insgesamt sagen? Ihr habt ja jetzt einen neuen Trainer bekommen. Der alte Trainer, der Michael Wittwer, hat ja sein Amt zur Verfügung gestellt. Kannst du uns zu der Vereinssituation ein bisschen mehr sagen? Wie es gerade ist in der Mannschaft und die Situation zwischen Mannschaft und Trainer und so weiter? Ja, ich glaube, das bleibt da unter uns. Aber ich kann sagen, es läuft ganz gut jetzt und so. Hat sich nicht groß was geändert. Wir versuchen weiter Gas zu geben als Mannschaft. Und ja, mehr brauche ich dazu auch nicht sagen. Ja, und durch den Trainerwechsel, meinst du, dass ihr da ein bisschen ins Straucheln gekommen seid? Nee, ich glaube, das Straucheln war ja auch davor nicht jetzt nur im Trainer sei schuld. Das war nie so. Wir haben einfach letzte Woche als Mannschaft, als Team, haben einfach nicht mehr den Schwung gehabt, die Selbstverständlichkeit wie in der Hinrunde. Und ich glaube, der Trainer hat da nicht wirklich Hauptschuld. Ich glaube, wenn 11 Spieler auf dem Platz stehen und die Spiele verlieren, dann sind auch die Spieler hauptsächlich schuld dran. Und das war davor so. Und ich schätze das so. Wir versuchen einfach das Beste draus zu machen. Der nächste Gegner heißt für euch jetzt Kehler FV bei einem Auswärtsspiel. Was kann man bei diesem Spiel erwarten und für den Rest der Saison von eurer Mannschaft? Ja, wir versuchen natürlich auch in Kehl zu gewinnen. Und wir wissen aber, dass die natürlich auch Druck haben, weil sie müssen auch Punkte gegen den Abstieg. Ich denke mal, es wird ein anderes Spiel. Vielleicht noch ein bisschen zerfahrenes Spiel, weil Ravensburg, die nicht frei aufspielen können. Und das hat man, glaube ich, auch gesehen, dass die spielstarke Gemeinschaft sind. Und in Kehl, Freitagabend, ich glaube, da weiß jeder, auf was ankommt. Da müssen wir dagegen halten, da müssen wir kämpfen und dann versuchen, da die Punkte zu holen.